einen Spucker zum Zähmen, nur dass ich es mal, dass es ein bisschen einfacher ist und nicht so ewig dauert, weil, was ich gehört habe, ja, sollen manche Dinos ja ewig viele Stunden brauchen zum Zähmen. Und deswegen hätte ich jetzt vorgehabt, einen Spucker zuerst einmal zu holen, weil der, schätze ich mal, nicht so schwer sein wird. Oder so lange dauern wird. Und danach erst auf irgendein anderes, halt auf den drei. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Warte mal, da habe ich hier einen vor mir stehen. Wie heißt der? Schauen wir kurz nach noch einmal. Auf den Wild, auf den Trike. Auf die Trike, so einen Trike holen. Weil der soll ja extrem cool sein zum, zum Zusammenfarmen nachher von Ressourcen. So wie ich das verstanden habe. Oder ja, gelesen habe. Beziehungsweise erfahren habe. Das sind einmal die Dinge, die ich jetzt vorhabe in den nächsten, keine Ahnung, wie lange wir brauchen. Einen Spucker einfach mal als Verteidigungsding, der sozusagen immer mitläuft. Wo ist der Scheiß? Ich könnte also ein Raptor wäre eigentlich sinnvoller, aber der ist natürlich ein bisschen schwieriger zu zählen. Ja, ich mache jetzt aber die anderen Sachen. Es ist vollkommen wurscht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja, aber Bei ich einem würde Raptor erstmal musst du mit. mal erstens mal einen finden. Und in meiner Region habe ich dabei noch keinen einzigen Raptor gesehen. Bei uns am Anfang auch so und dann kam so wie die Hölle an. Und deswegen, ich will jetzt zähmen einen Spucker, einfach nur so. Einfach, das ist das einfachste Viech, was es gibt, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Kite, was ist Kite Fi? Du musst das Follow lassen, damit bekommst du auch deine Einblendung. Falls du mich followen willst. Und willkommen im Stream. Sind super zum Farmen. Säbelzahntiger sind super zum Farmen, okay. Ja, ich habe nur gehört, die Trikes sollen auch gut sein, auch zum auch in den Wald zu gehen und so weiter. Halt direkt das Holz zu farmen. Weil wir haben ja vor, die eine richtig große Villa zu bauen. Halt, ihr habt das da jetzt schon die ersten Grundrisse gesehen. Das habe ich dabei alles selber zusammengesucht, alleine. Und es wird noch ein bisschen größer und es wird halt auch extrem hoch werden. Zumindest hätte ich das vor jetzt einmal. Wie es nachher wird, werden wir ja erst sehen. So, da haben wir mal Spoiled Meat einmal drinnen. So, den Narkotikbeeren. Ups, da haben wir gleich ein zweites. Narkotikbeeren kann ich auch hineinhauen. Die anderen Beeren lasse ich mal, das Fleisch lasse ich mal auch derweil einmal. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch wir brauchen nachher. Die ist so Nicht so schwer. viel. So, ich muss nämlich eben erst mit einer Schildkröte killen, denn irgendwie falsch gespawnt. Zone So. 1 war das ja. Ich bin ja in Osten 1 gespawnt und ja. Ich hätte jetzt mal 5 Pfeile. Reicht das für, nur mal so zum Interesse, aber reicht das für einen Spucker aus, dass ich ihn zum Zähmen starten kann? Ich kann einen Spucker mit zwei normalen Pfeilen töten, also wird so ein eigentlich mit fünf Pfeilen locker gekillt, also. Achso, du meinst diese Narkotikpfeile? Narkotikpfeile, genau. Es geht mir darum, dass ich einfach die Narkotikpfeile draufschieße, dass der umfliegt und dann benutze ich erst das Narkotik und so weiter, um ihn am Boden zu halten. So hätte ich das jetzt mal vorgehabt. Ich glaube, das klingt einfach vom Benutzen her sinnvoll für mich, weil ich habe es im Endeffekt noch nicht so lang oder so viel gespielt. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich so viel dazu sagen. Und ich hätte gesagt, ich brauche so 10 Fleisch oder sowas ungefähr, um einen nachher zu zähmen. Schätze ich jetzt einmal. Ja, Weil du brauchst ich. auch Fleisch, um den zu laufen zu lassen. Also sozusagen, dass er weiter noch die ganze Zeit weiterlebt und Ja, so. genau, ich sage ja 10 Fleisch, hätte ich da mal gesagt. Das sollte sich normalerweise. Das klingt für mich als halbwegs logische Menge. Ja, das stimmt auch. Ist bei dir da ein Fluss so direkt? Ja, du kannst, fragst. Gibt die Koordinaten 50, 90 Lachs und Lon 50 ein, dann fies man, dort ist das Haus. 50 und 80, ne? Nein, 90. Ganz unten auf der So. Küste. Weil im Endeffekt nur 50 in der Mitte von der Karte und ganz unten. Ich bin direkt auf der Küste unten. Ah, sehe es schon. Ja, dein Stream gerade noch ein bisschen auf. Es ist die Frage, wie viel das Narkotik wird jetzt am längsten dauern zum Zusammensuchen, die 5 Stück. Aber es sollte sich eigentlich gleich mit 5 Stück schon ausgehen, dass wir zähmen können. Hoffe ich zumindest.
Also soweit ich weiß, kann man auch mit ein, zwei Pfeilen, wenn man die gut trifft, gleich schon, ich glaube so ein. Kennst du auch diese Dinosaurier mit dem Kamm nach hinten? Kamm nach Oder? hinten. Du meinst die Pflanzenfresser, die man eigentlich ganz Genau. leicht jagen kann. Wenn sie nicht immer weglaufen würden, so ungefähr. Ja, die rennen eh irgendwann dagegen und bleiben hängen. So sehe ich das eigentlich bei denen meistens. Vor allem bei Steinen, da sind sie immer da schnell zu treffen. Achso, ich sehe schon dein Haus und muss sagen, Fluss da an der Ecke. Bin nämlich gerade an der anderen Seite vom Fluss. Du Ja, kommst ich nicht sehe auf dich. deine. Siehst mich? Da ist dein Haus, oder wo Na, ist. warte, ich komme mal hin zum Haus, weil es wird gerade dunkel. Weil ich will jetzt eh eigentlich craften mal. Ich komme mit der Fackel hingelaufen. Ich weiß nicht, wo du gespawnt bist. Aber halt, ich hätte dich dabei noch nicht gesehen. Also hier stehen zwei Häuser. Na, das ist falsch. Einem grünen Ark. Na, das ist falsch. Das eine Haus ist nämlich nur, halt das eine besteht nur aus einer Plattform. Ganz auf dem Strand unten muss man runtergehen. Du brauchst nicht mal die Narkosepfeile. Ich brauche nicht einmal die Narkosepfeile. Wie Ach, du sonst? brauchst nur mit der Faust draufschlagen, Ja, aber ich Gesundheit. will. Ja, aber ich habe mal gedacht, dass es hin ein bisschen. Ja, das einfach halt, das hätte ich auch so vorgehabt, dass es einfach einfacher wirkt. Halt, dass ich es wahrscheinlich nicht brauche oder so. War mal fast klar, aber ich habe mal gedacht, es ist dann auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Und wir wollen es ja nicht unnötig kompliziert machen. Achso, Blödsinn, das ist die Kiste. Da haben wir mal das Fiber hinein. Wolle. Das ist so blöd, dass du in der Kiste nichts decken kannst. Ein bisschen, das ist das, was mich extrem nervt. An den Kisten. Zur Zeit noch. So, ist jetzt noch irgendwas, was ich. Also, Das bist du brauchen jetzt wir am nicht. Fluss oder Nein, ich bin sowas, im oder? Haus. Ich Das ist. meine, ist da ein Fluss in der Nähe? Ja, es ist ein großer Fluss in der Nähe. Aber es ist wirklich einfach zu finden. Wenn du die Koordinaten genau eingibst, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich bin noch zu weit oben, stimmt. Das ist direkt auf der Küste, ganz unten, da ist nachher das Meer. Im Endeffekt sieht man dann nicht mehr weiter. So, die fünf Pfeile haben wir, das haben wir, das haben wir. Das Leder kommt einmal in meine Kiste hinein. Ich glaube, das war die. Genau, da haben wir noch einmal Leder auch wieder. Falls wer kommt, kann ich ihm meine Rüstung bauen. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal noch, dass wir ein bisschen mit der Schleuder oder mit der Faust machen. Okay. Ja, ich habe mir halt gedacht, wie super, dass man das mit dem Was später beim Triceratops darfst du zum Zähmen? Narkotik gar nicht? Majobeeren. Welche sind das? Dann sollte ich ja die auch gleich suchen. Aber danke für den Tipp schon einmal. Das hilft uns gleich viel weiter, weil wir werden uns jetzt einfach einmal den Spucker holen. Okay, halt Narkotik kann ich schon, so, muss ich sozusagen zum Narkotisieren reinhauen. Und dann brauche ich die Mayo-Berries. Dann werden wir schauen, dass wir gleich da ein bisschen zusammen farmen. Also wenn du im Weg bist, kannst du eigentlich gleich auch Beeren sammeln. Ja, na klar. Weil, ja, ich kann danach essen, gebe ich danach einfach Beeren, weil ich habe so viel Beeren, dass ich. Okay, das sind die lila Beeren, die brauchen wir für den. Dann können wir den nämlich auch gleich zähmen. Weil ich hätte gesagt, die zwei will ich jetzt zähmen. Zuerst mal einen kleinen Spucker ausprobieren und dann werden wir schauen, dass wir einen großen noch ausprobieren in diesem Stream auf jeden Fall. Beziehungsweise in dieser Aufnahme. Wie viel Mayo-Beeren werden wir denn circa brauchen? Boah, das ist. Aber gut zu wissen, dass man nur die Beeren reinhauen soll. Das ist halt das Coole am Stream, wenn sich wer nachher auskennt und zuschaut auch noch. Dass du die gleich die Infos bekommst. Als wenn du das jetzt sozusagen als normale Aufnahme machst. Ja, dann nimmst du auf, musst du alles selber eineignen oder du musst halt irgendwo im Internet recherchieren oder sonst irgendwas. Servus Mike Mux, willkommen im Stream. Okay. Ich glaube, der war Level 12 oder so irgendwas.
Weil wir werden das gleich noch einmal schauen, der war gleich, nämlich gleich in der Nähe. Vielleicht ist er eh noch da. Weil so schnell verschwinden sie ja normalerweise nicht. Vielleicht muss man den Stream schließen. Ja, oder du musst ihn runterschalten von da. Auch machen können, aber Aber du brauchst das eigentlich eh nicht. jetzt habe ich einen großen Fluss gefunden. Ja, da ist ein großer Fluss. Da ist ein ich kann es ja noch einmal auf der Karte. Achso, jetzt hast du den Stream geschlossen. Nee, ich weiß aber, das ist, wenn da nicht ein Krokodil gleich wäre. Ja, da bin ich letztens auch vor einem weggelaufen. Hat aber funktioniert, ist weggelaufen. So. Kaum noch Ausdauer, sagen wir es mal so. Dann darfst du die ganze Zeit laufen. Halt, das Einzige, was mich jetzt nervt, dass man so lange braucht, bis man. Ich weiß jetzt nämlich nicht. 10 Narkotik hätte ich schon ungefähr wollen, jetzt einmal. Und das Fleisch braucht einfach so ewig lang, dass das. Ja, sich vernichtet. Achso, ich. Warte mal, was ist, wenn ich das Fleisch aufteile auf einzelne Haufen? Geht's dann schneller? Weil sie stirbt ja immer nur eines ab. Genau. So müsste es eigentlich auch gehen. Dann renne ich nochmal zurück zum Haus. Wenn ich es jetzt finde auf die Schnelle. Oh ja, da hinten ist es. Dann machen wir das so, dann mache ich einzelne Haufen. Weil dann hat sie sozusagen jeder Haufen seine einzelne ja, Geschwindigkeit von der Spoildauer. Dann sollte es eigentlich schneller gehen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe gerade voll die Riesenaugen wegen einem Hai, der einfach mal an der Oberfläche ist. Einfach mal Ja. sein Leben schildert. Ja, Dann machen wir da einfach jetzt mal so einzelne Haufen. Dann habe ich halt bei mir das. Nein, ich wollte es nicht usen. also, ich spiele Sollte meistens das bei ja eigentlich Strahle und auf jeden Fall schneller gehen. Was spielst du? bei Strahle spiele ich ja meistens und da Mhm. bin ich schon etwas weiter als hier, aber ist auch geil, mal wieder von neu an zu anfangen. Das auf jeden Fall. Oh, das ist ein Weißer, den werden wir sich holen. Der ist nämlich gleich da in der Nähe. Der Airdrop. Oder ist das ein Roter? Und wie weit ist das? Schaut doch. Das schaut zwar urnahe aus. Aber jetzt doch weiter gedacht, alles gedacht. Ist nämlich drüben im Wald. Was denn? Was ist da? Ein Airdrop, ein weißer. So, jetzt schauen wir mal kurz. Der ist, den werden wir nachher zähmen, Level 31. Halt, na, nicht wenig. Den hätte ich vorgehabt zum Zähmen. Wird eher die niedrigen Level-Typen, denn in der Wildnis, da leveln die nicht so viel wie, wenn man die selber levelt. Ja, das ist schon klar, aber den Level 31er hätte ich einfach. Ja, der ist in der Nähe, ich und ich weiß nicht, was der andere gehabt hat. Willkommen zurück, Zocker G. Ah, ich glaube, das ist kein weißer Airdrop. Beziehungsweise ist der Airdrop am Hügel oben, wo ich nicht so schnell raufkomme. Am besten über den Fluss, ohne gefressen zu werden von. Es kommt darauf an, auf welcher Flussseite du bist oder ob du überhaupt über den Fluss musst. Ich bist du bei so einem weißen Dings gewesen? Was für ein weißen Dings. So ein Airdrop, der die ganze Zeit. Nee, das ist kein Airdrop. Oder beziehungsweise das ist ein Airdrop, der so verschiedene Farben hat. Ja, da bin ich jetzt gerade, genau daneben. Den lösche ich jetzt gleich auf. Ich habe keinen Scheiß, ich habe keinen, kein Wasser mehr. Auf das habe ich jetzt nicht geschaut. Ein paar Beeren essen. Das bringt ein bisschen Wasser auch, soweit ich weiß. Schauen wir mal, ob ich den überhaupt looten kann, den Airdrop hier. Der hat erstens einmal ist der mitten auf einem Stein. Okay, da kann ich rein. Aber ich. Der ist mitten in einem Stein. Muss ich den Stein jetzt wegklopfen? Dann muss man den Stein mal weghauen. Und dann werden wir schauen, ob wir den looten können. Diesen Airdrop. Ich vermute nämlich fast nicht, dass ich da zu geringes Level habe. Oder ist denn auch nicht Wer bist unten? du denn? Warte mal, BVE? Supply Quay. Was? Wieso kann ich den nicht looten oder was ist da jetzt? Oder ist das da kein Airdrop? Oh ja, das ist ein Airdrop. Also der kommt gerade am Boden erst, oder? Na, der müsste am Boden sein.
Das Problem ist, dass der so hoch ist. Ah, ich bin drinnen, perfekt. Ah, ich habe für dich noch eine Kleidung, ganz normale einmal. Die ist nämlich da drin.